Amigas y amigos, herzlich willkommen zu Grill den Denver. Ich meine zu den Sizzle Brothers. Moin, ihr Sizzler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hi. Denver, grüß dich. Ich glaube, du kannst dich schon demaskieren, weil wir werden heute noch viel über dich erfahren. So mach ich das mal. Und jetzt wird sich der eine oder andere wundern, dass er ganz anders aussieht als in der Serie. Wahnsinn. Wie kommt das bitte? Wie könnte das sein? Ich finde es wirklich großartig. Vor uns oder neben mir oder wie auch immer steht Marius. Und Marius ist der Synchronsprecher von Haus des Geldes Star Denver. Ist das so richtig? Sagt man das so? Von dem Charakter Denver oder von Denver einfach. Ja, voll großartig. Und wir haben heute eine Challenge. Und zwar werden wir dich begrillen. Hey. Könntest du die Hose vielleicht auch noch ausziehen, dass du das irgendwie merkst? Du hast da nochmal 20.000 extra. Ja, wir müssen das mit den Deals, müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Mit PayPal. Ich glaube, das gibt unser PayPal-Konto nicht her. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben heute eine Challenge vor uns. Wir werden einen Burger grillen, wie du ihn hoffentlich so noch nie gegessen hast. Ich bin sehr gespannt. Und dich dabei ein bisschen befragen, was du so grundsätzlich so machst. Ja, gerne. Ich bin einfach in meiner passiven Rolle hier. Ich schaue euch zu. Bei etwas, was für mich Rocket Science ist, Grillen und Kochen, bin ich noch Newcomer, sagen wir mal. Und bin sehr gespannt, ich habe Hunger. Let's go. Ja, das ist mein Signal. Das Gute ist, du könntest ja einfach das synchronisieren, was wir hier machen. Und auch euch synchronisieren. Genau. Und er schnitt den Burger auf. Er schnitt ihn auf. Ja, geil. Was ihr noch nicht wisst, aber was ihr dann euch anhören könnt, ist, wir werden noch einen Podcast zusammen aufzeichnen. Das macht auf jeden Fall Sinn aus meiner Sicht. In diesem Podcast werden wir auch über das Thema als Synchronsprecher, Schauspieler, Model bist du, glaube ich, auch, ne? Ja, nicht wirklich. Also Schauspieler ist richtig, Synchronsprecher ist richtig. Und ich mache ein bisschen Content auf Instagram, auf TikTok. Ja, und das ist auch schon genug. Ja, das reicht. Großartig. Genau. Wir haben Folgendes vor: Wir werden mit dir einen Smashed Burger machen, weil ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Röstaromen und Fleisch dabei sehr, sehr gut ist. Ja, ich verstehe schon Gabahnhof, aber erzähl weiter, ja. Aber Röstaromen, alles was braun am Fleisch ist oder braun am Brot, das ist schon... Das kennst du, oder? Ja. Wenn das so verbrannt ist. Das ist eine Leberwurst. Also wenn das so verbrannt ist, ja, das weiß ich. Ja. Aber was machen wir mit der Leberwurst? Genau. Das hier ist Wagyu. Ist Wagyu-Hackfleisch. Ist ein super geniales Zeug. Kann ich euch übrigens nur empfehlen an der Stelle. Die Wagyu-Zuffer schickt auch Hackfleisch. Ich sage immer, es ist der Gamechanger im Burgerbereich. Wagyu-Fleisch, der Gamechanger im Hackfleischmarkt. Da ist er. Videofleisch. Hast du gerade Videofleisch im Hackfleischmarkt? Ich habe Wagyu-Fleisch, der Gamechanger im Hackfleischmarkt. Immer im Julian. Die geht schon gut los. Im Hackfleischmarkt. Großartig. Und das Geile ist, dieses Fleisch hat ein extrem intensives Aroma. Und deswegen werde ich es auch kaum würzen. Und du musst nachher beurteilen, ob das auch schmeckt, was ich dir jetzt hier erzähle. Das werde ich. Ich werde auch sehr ehrlich sein. Gib mir ruhig den Müll. Ich bin zwar im Kochgame nicht vorne dran, aber im Probieren und im Schmecken sehr weit vorne dran. Bist du auch immer eine sehr ehrliche Haut dann, ne? Ich bin eine sehr ehrliche Haut. Aber du weißt doch, PayPal. Heute bin ich natürlich nicht ganz so ehrlich, wie ich sonst bin. Heute schmeckt alles, egal was passiert, schmeckt. Es schmeckt der beste Burger, den du je gegessen hast. Es ist geil, was ich je probiert habe. Nee, da haben wir uns gut. Burger isst du sehr gerne, ne? Ich liebe Burger, ja. Am liebsten bei Fastfood-Ketten, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Also ich bin kulinarisch nicht so weit bewandert, aber ich habe natürlich auch in meiner Zeit in Amerika, wo ich da gelebt habe, so ein bisschen was an auch echt geilen Burgern probiert. Glaube ich, ja. Bin kein Experte, aber ich schätze einen guten Burger. Du kennst den Unterschied zwischen einer klassischen Frikadelle-Boulette und einem Burger-Patty? Nein. Okay. Boulette, du hast ja lang, Alter. Du lebst aktuell auch in Berlin. Richtig. Marius, ich habe eine Frage an dich. Was wolltest du mich fragen? Und zwar,
Du wirst Buletten kennen und in Buletten kommt immer noch Ei mit rein, Hackfleisch. Ein bisschen Fleisch. Brötchen kommt mit rein, jede Menge Gewürze und es wird richtig doll geknetet. Und bei einem Burger Patty kommt eigentlich gar nichts rein, höchstens Salz und Pfeffer und es darf auch nicht so stark geknetet werden. Mhm, wenn man das zu stark knetet, kriegt es nämlich diese typische Bulettenkonsistenz und die wollen wir nicht. Wir wollen ja ein fluffiges Burger Patty am Ende haben. Okay, also das ist natürlich ein Patty, keine Bulette, klar. Ja. Und Bällchen, flach werden sie erst in der Pfanne, oder was? Genau, die werden gleich gesmashed. Das heißt, ich werde die dann gleich platt drücken. Mhm. Und du siehst an meiner Hand schon, wie das hier so richtig glänzt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Fett drin. Mhm. Und viel Fett heißt viel Geschmack. Viel Geschmack, das weiß ich, genau. Bedeutet also, ich werde die jetzt hier auf unserer Grillplatte, das könnt ihr jetzt zu Hause nachmachen wollt, braucht ihr einfach nur eine Grillplatte. Egal wie. Wir brauchen nämlich viel Fläche. Und da wird das jetzt einmal nur draufgelegt. Bisschen angegrillt und dann richtig schön platt gedrückt. Mal gucken vom Platz her, ob das so passt. Ich habe ein ganz schlechtes Augenmaß. Krass, krass. Und jetzt mit dem Ding wird es platt gedrückt jetzt. Das darfst du machen. Ich wollte gerade fragen, was machen wir? Okay, und einfach, wie platt dürfen sie sein? Richtig platt. Richtig schön platt. So richtig, richtig platt. Oh, geht noch was. Da geht noch was, okay. Ja, richtig runter. Ich will ja. dem Tier nicht wehtun. Und dann kleben sie. Tigger, es kleben sie. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja, genau. Hilfsmittel. Kratz ich ab. Hat keiner gesehen. Gut. So ist gut. Ja. Guck dir das an. So, richtig mit Power. Geil. Okay, ja. Ist okay so? Ja, so ist gut. Ja. Ich drück noch ein bisschen nach im Zweifel. Ja. Ist okay so, gib mal her. Ich drück noch ein bisschen nach. Ich drück noch ein bisschen nach. Zwiebel für dich lieber roh oder ein bisschen angeschwitzt? Was ist denn eure Empfehlung? Also ich mag beides gerne. Ich würde es in dem Fall ein bisschen anschwitzen, karamellisieren mit ein bisschen Zucker. Geil. Machen wir. So. Ja. Tatsächlich bist du unter anderem die Synchronstimme von Denver aus Haus des Geldes. Ne? Genau, ganz genau. Das heißt, wir machen nicht nur Synchrongrillen, sondern wir geben auch Synchronsprechern ein Gesicht. Richtig, genau. Das war die große Gemeinsamkeit, die wir haben. Ja, Synchrongrillen, Synchronsprecher. Synchrongrillen mit Synchronsprecher. Ja, Weltklasse, finde ich richtig cool. Ja, genau, geil. Richtig, genau. Ja, Denver ist natürlich die Rolle, die die meisten Leute wahrscheinlich von mir kennen werden, zumindest die Haus des Geldes geguckt haben. Ja. Mhm. Allein die Lache. Allein die Lache, ja. Es ist fast wie so ein kosmischer Joke, dass ich, dass mich so eine Lache bekannt gemacht hat. Wobei ich im Game, im Synchronsprecher-Game eigentlich schon länger dabei bin. Ja, ist erstaunlich, wie viel Power und wie viel Kraft so eine Lache haben kann. Aber klar, der Hype-Train war da, die Leute haben es gefeiert und ja. Voll geil. The rest is history. Aber deine normale Lache ist auch so ähnlich, ne? Manchmal lache ich so wie Denver. Es klingt, kommt so ein bisschen auf den Joke an. Also wenn es so ein dreckiger Joke ist, dann hole ich irgendwie unbewusst die Denver-Lache raus. Ja. Ne? Und wenn es dann aber irgendwas anderes... Ich habe ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu lachen. Kommt immer drauf an, situationsabhängig. Und hat sich das dann jemand ausgedacht, lach mal anders, oder hast du einfach für dich entschieden, weil du so in dieser Rolle, in diesem Game, in dem man drin warst, dass du gedacht hast, dazu passt jetzt diese eher schmutzige, besonders markante Lache, weil irgendwer muss es sich ausgedacht haben. Ich glaube, das war mein eigener Vorschlag, als wir mit Haus des Geldes anfingen es zu synchronisieren, 2017 glaube ich war das. Mhm. Da rief mich unsere Synchronregisseurin an, die Ina Kämpfe, und meinte so, Marius, ich habe hier irgendwie eine neue Rolle, spanische Serie, der Typ lacht ein bisschen strange, ist ein bisschen aggro. Ach so, die Originalstimme, habe ich nie gehört, lacht also auch so ein bisschen. Er lacht ein bisschen anders, er lacht so, es hört sich wie so ein Staccato-A an und meint es ein bisschen mehr von unten. Mhm. Es ist ein bisschen anders. Ja, und dann habe ich gesagt, okay. Staccato-A, Klassiker, wer kennt es nicht? Das Staccato-A, wer kennt es nicht? Ja. Und ich habe dann die Rolle quasi angenommen, und ja, als dann quasi die Stelle kam, wo er zum ersten Mal gelacht hat, musste ich dann irgendwas anbieten, und ich glaube, ich habe gar nicht großartig drüber nachgedacht, weil sich das wieder irgendwie stundenlang, tagelang, monatelang dran gesessen haben und was kriegt jetzt für eine Lache, sondern ich habe die Lache einfach versucht, so in meinem eigenen Style nachzumachen. Mhm. Super geil, super spannend. Und, ja, und so hat sich dann etabliert. Überragend. Dann ist alles quasi positiv eskaliert. Das heißt, du machst es schon sehr lange. Wir haben ja über ein paar Sachen schon gesprochen. Ja. Ihr müsst einfach den Podcast mal hören, weil da werdet ihr sehr viele Infos nochmal um genau dieses Thema hören, denke ich. Aber jetzt hast du auch gesagt, es ist so, dass du sagst, Thema Schauspielerei spielt auch eine große Rolle. Genau. Du machst auch viel Werbestimmen. Ne? Wir haben vorhin Head & Shoulders gehört. Genau. Weltklasse, wenn ihr Head & Shoulders, den Werbeclip, kennt, dann ist es deine Stimme gewesen.
Hat mich sehr beeindruckt. Ja, vielen Dank. Krass, wie wir jetzt Schleichwerbung für Head & Shoulders machen und wie nicht dafür bezahlt werden. Wir piepen das. Nee, wir piepen das. Aber ihr piept das. Okay. Ja, genau, auf jeden Fall. Das piepen natürlich. Wir. Nee, genau. Also als Sprecher hat man ja mehrere Einsatzbereiche, wo man quasi arbeiten kann. Synchron sprechen, das ist eine. Da werden natürlich Schauspielskills vorausgesetzt. Ist ja klar, wir sind die Stimmen der Schauspieler, die spielen. Das heißt, wir müssen versuchen, so gut wie möglich irgendwie uns ans Original anzupassen. Ja. Stimmlich, schauspielerisch. Dann gibt es aber noch andere Einsatzbereiche als Sprecher. Es gibt Werbungen, wie ihr eben schon gesagt habt, wo man irgendwie die Stimme von Brands ist, Werbespots einspricht. Da mache ich auch einiges. Und dann gibt es natürlich Hörspiel, Hörbuch. Da gibt es andere Bereiche wie Computerspiele, mache ich auch relativ viel. Call of Duty habe ich vorhin schon gehört. Mit Call of Duty habe ich damals angefangen, vor über 15 Jahren, so meine ersten Schritte als Sprecher quasi. Ja, aber ich bin natürlich klassisch ausgebildeter Theaterschauspieler, habe eine Schauspielausbildung, was mir natürlich dann später im Synchron auch sehr geholfen hat, ja, weil ich das Handwerk einfach schon mitgebracht habe. Du musst dich wahrscheinlich auch richtig in die Rolle reinfühlen und reindenken. Ja, viele Leute denken immer so, krass, ihr braucht ja irgendwie lange Vorbereitungszeit und dann seht ihr erstmal die Serie, dann seht ihr die Folge, lest den Text und so. Ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern Synchronsprechen ist, wie wir immer sagen, prima vista. Das heißt, wir gehen rein ins Studio, wir haben vorher noch nichts gesehen, in der Regel von der Serie oder von dem Film. Im besten Fall erklärt uns der Synchronregisseur oder die Synchronregisseurin ein bisschen was von der Rolle, von dem Film, von dem Projekt. Mhm. Wir sehen vielleicht ein bisschen ein paar Ausschnitte so, damit wir so ein Gefühl bekommen für die Rolle, mhm, und das war's. Und krass, dann geht's direkt los. Ja? Und dann Take für Take für Take. Ach, hangeln wir uns dann quasi weiter und das ist, ja, das ist das Handwerk. Das ist, was so ein bisschen Schauspiel auch nochmal vom Synchron unterscheidet. Im Schauspiel hast du in der Regel auch Vorbereitungszeit, mehrere Wochen, Monate teilweise für eine Rolle. Da musst du ja auch das auswendig lernen, oder? Genau. Beim Synchron musst du, wäre ein gutes Kurzzeitgedächtnis von Vorteil, weil du hast den Text vor dir liegen. Jetzt mittlerweile haben wir es alle auf iPads und lesen den Text quasi ab. Aber du musst ja parallel aufs Bild gucken, ja, wenn das irgendwie so vor dir abläuft, der Take. Und du musst den Text einerseits im Blick behalten und andererseits quasi synchron, lippensynchron versuchen, auf den Schauspieler drauf zu sprechen. Und es wäre natürlich gut, wenn man den Text dann irgendwie in kurzer Zeit diese paar Lines oder die Line auswendig kann und dann sich nur aufs Spielen und Sprechen konzentrieren kann. Ja, das ist völlig crazy. Das ist Handwerk. Hm. Ja, tatsächlich. Ja. Ich kann dir sagen, was bei uns Handwerk ist. Soßen. Ja, Soßen sind unser Handwerk und ich bin aufgeregt. Ich sag dir auch ehrlich, warum. Okay. Weil ich das dir vorher nicht gesagt habe, aber ich werde dir jetzt mal Soße geben. Mhm. Dann kannst du die probieren, dann mache ich daraus zwei Burger. Wir haben dich ja erfolgreich abgelenkt die ganze Zeit, um im Hintergrund diesen Burger zu zaubern. Ah, geil. Siehst ihr du? Seht hier, Burgerglocke einfach nur rübergelegt, damit der Käse zerläuft. Unfassbar geil. Wow. Guck mal hier, wie der aussieht. Oi. Ich weiß jetzt schon, dass der Burger mir schmecken wird. Wahrscheinlich, wir wollen es ein bisschen spannend. Haben wir ja vorher abgesprochen. Dass er dir schmecken wird. Ja, aber ohne Scheiß, Jungs, für mich ist das wirklich, wie ich anfangs sagte, Rocket Science, Raketenwissenschaft. Einfach ein Bereich, mit dem ich mich nicht so auseinandergesetzt habe. Deswegen, so wie ihr mir wahrscheinlich zuhört, wenn ich von meinem Handwerk rede, höre ich euch zu, wenn ihr von eurem Handwerk redet. Und ich dachte immer, dem Griechen liegt Kochen quasi schon so eine Gene im Blut. In der Regel ja. Also meine Eltern sind beide ganz wunderbare, tolle Köche und meine Geschwister auch alle. Ja. Ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf tatsächlich. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Also ich hab mich noch nicht komplett aufgegeben. Leute, die mich auf Instagram verfolgen oder auf TikTok, wissen, dass ich ab und zu mal Livestreams gemacht habe, so Koch-Livestreams. Es ging natürlich nie ums Kochen. Geil. Es ging darum, dass ich nicht kochen kann und es ging ums Scheitern. Es waren eher so Katastrophen-Streams. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann tatsächlich so ein richtig krasser Grillmaster und Koch so und dann lade ich euch in meine Sendung ein. Hammer. Julian, wir werden, pass auf, wir sprechen mal, sofern es ihm schmeckt, werden wir sein Instagram-Profil auch verlinken. Und auf TikTok. Sofern es ihm schmeckt. Das ist ja alles was. Es schmeckt mir jetzt schon von Zusehen. Also extrem geil, Jungs. Verlinkt. Mach mal so. Best looking bird, so oder so. So hier mal, da meint er so. Auf Uhr. Ich meine, behaupten Unterarm. Kannst du auch. Einfach auf Uhr rauf. So. Geil. So, ich sag mal nicht, wie die schmeckt. Du musst einfach mal probieren und sagen, ob das schmeckt. Okay. Und woran sie dich eventuell erinnert. Ah, ich glaube, es könnte schwer werden, weil ich habe vorhin mit L.A. und so, da habe ich ganz andere Namen gehört. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall, also Barbecue, klar, aber extrem schlecht halt. Ich versuche gerade so einen Ton zu finden, wie das jetzt nicht wie bezahlte Werbung rüberkommt. Wir haben den Typen jetzt jede. Es schmeckt so geil. Ich habe noch nie was Geileres probiert. Oh mein Gott. Das ist zum Niederknien. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ein
einfach. Understatement zieht, glaube ich, mehr. Wenn ich sagen würde, es ist geil. Es ist extrem, es ist wirklich extrem gut. Und jetzt nochmal dir. Oh, das. Okay. Ich glaube, die Patties können auch. Sind gleich dabei, ja. Schmeckt fast so gut wie bei McDonald's, muss ich sagen. Was? So. Extrem geil. Und das sind quasi eure eigenen. Euer eigenes Rezept quasi. Richtig, ja. Und das kann man auch richtig erwerben? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ganz viele Soßen. Wir haben auch eine Knoblauch, eine Cocktailsoße und diverse andere mittlerweile. Wir haben auch eine Metaxa-Soße, habe ich auch gesehen. Die haben wir gekocht, ja, aber die gibt es noch nicht in der Flasche von uns. Okay, auch eine gute Idee, ne? Metaxa übrigens, an alle, die es nicht wissen und gerne beim Griechen essen gehen in Deutschland, ist eine Soße, die es in Griechenland gar nicht gibt. Das ist so eine typisch eingedeutschte Soße. Aber wie kommt das? Warum sagt der Deutsche, ich brauche eine Metaxa-Soße? Dabei gibt es die gar nicht. Ja, krass, Double Burger. Ich glaube, es ist Angebot und Nachfrage. Ich glaube, dass der Deutsche gerne mal so gestapeltes Fleisch irgendwie isst, so dass wir in Griechenland einfach gar nicht so mit Soße und Metaxa klingt einfach so griechisch. Es gibt ja diesen Brandy, den ich total gerne mag. Ja, ich liebe ihn. Schmeckt übrigens auch nicht als Soße ganz lecker. Schmeckt, genau. Also wenn Metaxa, dann richtig Metaxa. Ich glaube, wie gesagt, es ist Angebot und Nachfrage. Und der gute Deutsche mag einfach gerne gestapeltes Fleisch und alles, was so griechisch klingt. Am besten noch ein Laden, der irgendwie Akropolis heißt oder was weiß ich. Ja. Oder keine Ahnung. Oder Konstantinos, auch sehr beliebter Name. Athen oder Konstantino. Ja, ne, Konstantinos? Echt? Ja. Das wäre fast schon zu privat. immer so antike Namen. Aphrodite, Akropolis, Odysseus und hast du nicht gesagt. So, ich kann dir sagen, das sind ganz minimalistische Burger. Ja, total minimalistisch. Ich bin sehr gespannt. Ein Nichts von Burger. Probier sie gerne. Sind beide Double Stacks? Die sind beide. Nee, einer ist Double, einer einzeln. Nee, ich will den Double haben. Ja, logisch. Ja, logisch. Genau. Hallo? Hallo. Und, okay, ich muss euch jetzt mal was Grundsätzliches fragen. Wie esse ich Burger? Weil wenn ich Burger esse, esse ich wie ein Schwein. Also, ja, wir auch. So richtig Burger muss ich essen. Wie bei der Pizza, diese zurechtschneiden kleine Stücke, das finde ich extrem unsexy. Mhm. Ja, mag ich auch nicht. Ich bin da ganz. Wir haben auch schon in, und ich habe ihn schon in zwei Teile geschnitten. Alles klar. Nee, gefällt mir gut. Wächst auch oben noch weiter. Sehr gut. Okay, alles klar. Dann probiere ich mal. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja. Oh ja. Guck dir mal an, wie saftig der ist. Das. Ach so, ja, oh Gott. Alter. Ich probiere jetzt. Hier, der sieht wirklich verdammt lecker aus, ne? Verdammt lecker. Jungs, ich probiere diesen Burger. Läuft's da raus, ey. Juri, das kann doch. Es ist hier rausgespritzt auf Boden. Der Rest ist voll. Sag mal, ey. Darf ich den probieren? Mhm. Ja. Obwohl, ich probiere auch gleich. Ist okay, ja. Geil. Ich schwöre. Ich hoffe, ihr ladet mich nicht noch ein zweites Mal ein, weil dann ich esse den ganzen Laden leer. Ja, perfekt. Oh. Gönn dir. Mm. Wow. Probier doch ein. Es ist extrem. Was ist mit. Ja, ey. Wow. Ich könnte jetzt sagen, es ist der beste Burger, den ich gegessen habe. Es würde total, weiß nicht, irgendwie kitsch klingen. Aber es ist ohne Scheiß einfach der beste Burger, den ich je gegessen habe. Alter, ist das lecker. For real. Da, und das wieder. Nichts. Oh, warte mal. Kann ich ein bisschen was an der Soße drauf haben? Hier, da ist noch ein für dich. Ah, okay, dann nehme ich den gleich. Das Beste ist, es ist nichts drauf, außer verdammt gutes Fleisch, gute Brötchen und natürlich eine gute Soße, ist ganz klar. Aber für euch zu Hause, probiert unbedingt mal Smash Burger aus, weil ihr einfach durch die Smashen so eine Saftigkeit bekommt. Du hast das Papier mitgegessen. Ist praktisch eine Maske. Ey, pass auf, ich hab. Ich verschlinge mein Essen. Ich kaue nicht. Ich verschlinge. Ich weiß, das ist eine schlechte Angewohnheit. Anders auch. Aber ich bin so, wenn ich Essen sehe, was mir schmeckt, so boah, bam, bam, bam und einfach weggeatmet. So. Ja. Das spricht natürlich einerseits für den Burger, aber andererseits für meine schlechten Essgewohnheiten. extrem gut. Willst du mich nach einer Bewertung fragen? Ja, ich muss also von 1 bis 10. Alter Junge. Ich muss auch noch mal reinbeißen. Einfach nochmal fürs Gefühl. So, Schulnote. Schulnote. 6 ist natürlich wie auch an der Schule beste. Schulnote? Ja. 6 ist beste, 1 ist schlechteste. Nein, natürlich nicht. Das ist eine knappe 4 minus, würde ich sagen. Knappe 4 minus. Es ist gerade so nicht unter Kurs. Es ist, glaube ich, weiß nicht. Es ist, Alter. Es ist
Ist okay, Schulnoten, aber sagen wir mal Abiturnoten. So. Finde ich besser, ist die Skala ein bisschen höher. Ja. Ich sag mal, es ist das Gegenteil dessen, was ich in Mathe geschrieben habe, als ich mein Abitur gemacht habe. Ich habe in Mathe einen Punkt geschrieben. Perfekt. Es ist eine 15. Es ist eine 1 plus. Es ist unfassbar geil. Unfassbar geil. Ohne also, Scheiß, das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank. Mega. Das freut der mich Hammer, persönlich sehr, dass es dir auch so gut schmeckt. Und das Geile ist, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir haben gesagt, okay, was könnte man mit Marius machen? Am coolsten wäre es eigentlich, wenn er unser Essen bewerten würde. Wir zusammen Burger grillen und er eigentlich von nichts weiß. Ich bin gespannt, ob du das Intro noch so sprechen wirst, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ihr das Intro gefeiert haben solltet von diesem Video, dann lasst mal einen Daumen da. Und dann haben wir hier coolen Grüße. Ich hab... Achso, wir müssen... Oh, herrlich. Also hat es dir sehr gut geschmeckt, Lasse. Kann ich das auch noch? Ja, klar, wirklich, ohne Scheiß. Das ja. Wir machen auch kleiner welche. Wir haben noch Zeit. Oh, wow, es ist extrem geil. Ey, Jungs, danke. Es ist wirklich. Sehr, sehr gerne. Ich würde nicht sowas erzählen, was mir wirklich schmecken würde. Mega. Ja. Ehrlich. Ich glaube. Trotz der 20.000 Euro, die mir. überweist. Dann schmeckt der beste Burger gut. Selbst der schlechteste Burger ist dann auch immer der beste Burger. Freunde, schaut euch den Podcast an, richtig. Hört den Podcast genau, rein, da gibt es noch viele Infos und wahrscheinlich hören wir auch die ein oder andere stimmliche Probe zum Mitraten vielleicht. Das denke ich auch. Und vor allen Dingen, checkt mal Marius aus. Er macht ganz viele Sachen, ne? Das Tropftier, das ist so geil. Sieht aber voll geil aus. Unfassbar geil. Boah. Ja, ich poste immer was zu meinen neuen Projekten, so was ich synchronmäßig mache, was ich schauspieltechnisch mache. Da gibt es immer wieder mal auch Comedy so ein bisschen. Ist eine bunte Mischung, ja. Würde mich freuen. Ja. Und ich bin einfach immer noch geflasht von dem Burger. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega geil, freut mich sehr. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Fürs Zuschauen vor allen Dingen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben heute richtig Sprachfehler. Kaum ist Synchronsprecher da. Ich habe keinen geraden Satz rausbekommen. Wir sind ein Unterschied zwischen der Amulette und Patty ist da. Also in der Amulette ist Hackfleisch drin. Richtig. Ich denke, was redet er denn da? In der Amulette ist Hackfleisch. Nimm eines Hackfleisch und das andere ist... Also, was ich noch sagen wollte, ne? Es ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen, aber diese ganze Folge, meine komplette Stimme, die ganze Folge über wurde von Marius synchronisiert. Ja, bei mir, das Mikrofon ist aus. Genau, das hat wahrscheinlich niemand mitbekommen. Richtig krank. Ja. Er hat einfach zwei Burger reingeklatscht. Ja, Gewellklasse.